Ja, da sind wir wieder. Am Spiegelgebäude. Wie es ja so schön Keine Wache, kein Garten. Tommy gesagt hat. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Ich werde mich hier ein wenig umsehen. Denn wir sind ja in der Nähe des Labors. Oder beziehungsweise wir sind am Labor, wo wir ja angeblich auf die Fireflies treffen sollen. Die uns helfen mit Ellie. Was wir jetzt... Wie wir jetzt weiter vorzugehen haben, aber es ist ziemlich ruhig hier alles. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Zu viel passiert. Na, hier haben wir wenigstens ein paar schöne Sachen, die wir sammeln können. Haben wir denn jetzt alles an Munition nachgeladen, was nachzuladen geht? Das ist voll. Das ist auch voll. Ich bin auch voll. Sehr schön voll. Toll, toll, toll. So. Es sieht mir förmlich danach aus, wie so ein... Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Was stand denn jetzt nochmal hier an in dem Labor? Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen. Hupala. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, was hier nochmal großartig... Weil wir kriegen so viele Werkzeugteile jetzt hier. Oh, ein Fireflies-Anhänger. Schauen wir mal wieder rein. Fireflies-Anhänger. Eric... Das sollten wir. Eric Griggs. Eric Griggs. Fireflies-Anhänger. Liegt hier noch was Interessantes? Nö. Nö. Nö, 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 nö. Wo ist Ellie schon wieder hin? Bevor ich jetzt da lang gehe, gehe ich mal hier nochmal schauen. Die haben sie aber ganz schön verbarrikadiert hier. Ach, da steht Ellie. Okay, hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Anscheinend ist hier auch nichts großartig. War denn hier auf der anderen Seite noch irgendwas? Nicht, dass wir da was übersehen haben und da irgendwas liegen bleibt. Nicht, dass es nachher irgendwie in den Kommentaren ist. Ey, du lässt ja alles liegen, du Fischkopf. Hallo. Sollst dich mal richtig umgucken. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich schon etliches liegen lassen. Aber naja, gut. Darum spiele ich es ja auch. Und ihr könnt es auch spielen. Ne? So, hier liegt aber, glaube ich, nichts. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zu Ellie und gehen dann mal... Können wir hier hochklettern? Nö. Gehen dann mal da hinten weiter, wo sie steht, weil da scheint es anscheinend weiterzugehen. Was war denn nochmal? Ich bin die ganze Zeit überlegen, was war denn da oben nochmal? Was ging denn da nochmal ab in dem Labor? Kam da irgendwie so ein Riesenvieh? Hm. Schlechte Erinnerung. Hui. Ach ja, wow. Ja, sie kann ja. Klingt wie ein Raumschiff. Oder wie ich mir ein Raumschiff vorstelle. Stimmt? Anstatt Ellie dann auch hinterher reitet, wo man hinläuft. Aber naja, gut. Da ist eine Tür. Da passt das Pferd aber nicht rein. Wenn das die Tür ist, wo es weitergeht. Natürlich nicht. Hm. Bist du dämlich? Bist du dämlich? Bist du... Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Ja, scheint der Eingang zu sein. Mhm, habe ich jetzt auch gesehen, ja. Ja, wollte ich auch hin. Ich habe jetzt nur mal hier geguckt, ob hier vielleicht etwas zum Überleben liegt. Zum Schweiveln, ja. Wie der liebe Gronkh auch immer sagen würde. Da ein... Ein Lob mal an den lieben Gronkh. Der macht das richtig toll. Bin auch ein Fan von ihm. Hm. Du, 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 du. So. Solarmodule. Wer hätte das gedacht? Man achte jetzt wieder auf die Aktion oder auf die... auf die Reaktion von Joel. Man sieht eine Kette, unverschlossen.
Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Aber ich habe schon was gesehen. Gerade wie wir mit dem Pferd hier rübergesprungen sind. Denn da steht ein Müllcontainer, den wir wahrscheinlich benutzen können, oder? Ja. Das habe ich mir nämlich so gedacht. Aber da geht's doch berg. Alter, halt bloß die Mülltonne fest. Da geht's bergab. Oh! Oder so. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. So, da haben wir wieder die Tür, die keine Tür ist. Da ist auch wieder die Tür, die keine Tür ist. Okay. Wo ist das Pferd gelassen? Anscheinend müssen wir... Wo müssen wir denn hin? Da ist wieder so ein Kabel. Ah, wahrscheinlich müssen wir hier irgendwie rauf. Wahrscheinlich mit dem... Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Hallo, Elli. Ja, sehr schön. Ich bin echt mal gespannt, was uns da erwartet, da jetzt in dem Labor. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das sind mal komische Solarmodule. Da sind ja gar keine Leiterbahnen drauf. Ob die überhaupt funktionieren? Wahrscheinlich nur mit dem Scheinwerfer, der da oben drüber ist. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Trinken. Ist der Kaffee nämlich gleich kalt? Sehen wir uns um. Sehen wir uns um, genau. Sehen wir uns ein wenig um. Hier wird wahrscheinlich irgendwie jede Menge Zeug sein. Gezeugs. Da ist doch schon eine Schublade. Ich sehe es doch schon. Ja, wer sagt's denn? Oh, toll. Hallo. Hallo. Ich bin hier. So viel Zeugs und nichts kann man mitnehmen. Da ist ein Spind. Ja, ein Spind. Spind. Jede Menge Werkzeugteile. Da ist eine alte Fischdose am Liegen. Dose. Dose. Ah, hier ist eine Werkzeugbank. Schauen wir mal. Okay. So, was hatte ich gesagt? Ach so, ich wollte die... Was wollte ich denn nochmal verbessern? In der letzten Folge, glaube ich, war es gewesen. Irgendwas wollten wir doch verbessern. Was war das denn nochmal gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Machen wir mal hier die Schussfolge von der Pistole. Ah, hier. Wir haben, glaube ich, was liegen lassen von diesem Waffenlevel. Weil wir haben 3 von 5 und da brauchen wir 4. Und wir haben jetzt schon 2 oder 3 Werkbänke, wo wir es nicht benutzen können. Irgendwo haben wir was liegen lassen, hundertprozentig, wo wir dieses Buch wieder, dieses Waffenbuch da finden. Ist natürlich ärgerlich, weil können wir unsere Waffen nämlich nicht verbessern, die Level 4 und 5 haben. Ah, und ich würde so gerne... Mann, so Mist. Kann man das nicht einfach kaufen? Nein. Es geht nicht. Ja, dann machen wir trotzdem mal die Schrotflinte hier mal so einen Rückstoß weniger. Den Bogen, die Zielgeschwindigkeit. Oder Zielgeschwindigkeit. Ja, und das machen wir Nachladetempo, Schussfolge. Nachladetempo ist auch mal gut. Dann geht's auch ein bisschen zügiger. Streuung. War das Shorty? So, und dann haben wir nur noch 5. Das ist doch ganz gut. Das ist ganz gut. Genau, Joel. Das ist ganz, ganz gut. Hui. Hallo. Hoppala. Oh ja, jede Menge Zeus. Da haben wir wieder eine Klinge. Wir hatten doch gesagt gehabt, wir sollten irgendwie... Achso, das haben wir ja schon getan. Oh, wir sind so gut ausgerüstet wieder. Heiltempo 40.
Was machen wir denn als nächstes? Machen wir nochmal Heiltempo? Würde ich sagen, Heiltempo ist gar nicht mal... Oh, da haben wir nochmal Tabletten. Gerade noch von gesprochen. Fertigungszeit ist auch Quatsch. Maximale Gesundheit würde ich gerne auch nochmal erhöhen. Brauchen wir 100, da brauchen wir eigentlich nur noch 45. Sparen wir uns das mal. Maximale Gesundheit ist schon gar nicht mal so verkehrt. Kann gar nicht verkehrt sein. So, haben wir hier noch was liegen? Nö, eigentlich... Nö, da ist wieder Special Cola. Special Cola. Ah, hier. Yay. Jede Menge Gezeugs. Ah, das mit den Waffendings, ey, das ärgert mich jetzt. Dass wir da irgendwo was liegen gelassen haben, weil das ist sehr, sehr wichtig, da, um die Waffen zu verbessern. Mann. Das ist natürlich dämlich. Und ich habe schon so intensiv geguckt gehabt. Wie machen Sie es? Was denn? Das Heilmittel. Wird es schmerzhaft? Nein, nein. Sie nehmen bestimmt nur Blut ab. Ganz harmlos. Ich kenne Schmerzen. Wir wurden in der Schule geimpft. Schmerzhaft. Ja, die werden nur Blut abnehmen. Das hoffe ich auch mal, dass sie nur Blut abnehmen werden von Ellie. Und ich habe sie doch ein bisschen lieb gewonnen, auch die beiden, also Joel auch. Ja, ein Messer verwenden. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Na bitte. Vielleicht finden wir hier ja ein neues Buch. Und wir stellen natürlich sofort wieder ein Messer her, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Wir sind sehr, sehr gut ausgerüstet. Ja, bitte lass es das sein. Bitte. Molotow verbessert. Toll. Toll. Nutze ich auch so häufig. Obwohl, in der letzten Zeit habe ich viele Molotows verbraucht. So. Molotow Handbuch Band 2. Verbesserter Radius von Brandbomben. Einsatz. Die korrekte Verwendung eines Brandsatzes ist wichtig, um eine wirkungsvolle Detonation zu gewährleisten. Punkt, Punkt, Punkt. Bitte. Ja, erreicht Werkzeugstufe 4. Das brauche ich aber jetzt nicht mehr. Das hätte ich vorher gebrauchen können, weil ich jetzt keine Werkzeugteile mehr habe. Mann, warum kommt das so spät? Oder gibt es das zwischendurch auch? Aber wir haben doch keine Tür gefunden, wo wir ein Messer gebrauchen können. Toll, jetzt wo ich kaum noch Werkzeugteile habe, da finde ich sowas. Geil. Seien wir leise, bis wir wissen, was hier genau los ist. Oh, da ist ein Bus. Okay. Hatte ich nicht jetzt gerade eine Notiz gefunden oder habe ich mich da verguckt oder war das nur ein Lappen? So, wir haben schon 70. Brauchen wir noch 30 Tabletten, dann haben wir schon wieder, dann können wir unsere maximale Gesundheit erhöhen. Gar nicht mal so verkehrt. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Hä? Habe ich irgendwo eine Tür? Ah, hier. Die Tür war aber vorher nicht offen. Also kann ich mich nicht entsinnen, dass die Tür vorher offen war. Fireflies. Ui, hier haben wir was zu lesen, oder? Nichts Nützliches. Ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Ja. Bleib in meiner Nähe. Ja. Vielleicht nicht alle davon. Special Cola. Und ein Futterautomat, der leergeräumt ist. Sie soll in meiner Nähe bleiben, geht aber nach oben. Mann, Ellie. Hier scheint aber nichts zu liegen. Mann, Ellie, warte doch. Weißt du gar nicht, was da oben ist? Hallo? Hallo? Anybody here? Anybody here with me? So, machen wir mal die Tür auf. Hallo? Na toll.
So, da haben wir wieder ein Bereich. Da können wir ein bisschen was sammeln. Das ist sehr, sehr gut. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Genau, es fragt sich, wo sie hin sind. Ich gehe erstmal hier lang. Ich weiß partout gar nicht mehr, wie das hier vonstatten ging, was hier nochmal passierte. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, ich nehme die Flasche anstatt den Backstein. Da fiel der Backstein direkt aus der Tasche. Flip. Ich weiß echt nicht mehr genau, was hier nochmal Tacheles war, was hier jetzt passiert ist. Oder was hier passiert. Waffenteile! Da hat uns das Spiel auch verarscht, schön mit den Waffenteilen vorhin. Und den Waffenwerkzeugstufe. Weil jetzt können wir natürlich auch den Flammenwerfer und sowas verbessern, aber das machen wir dann natürlich in ein paar Folgen später. Peter. So. Da ist noch eine Schublade, wo Tabletten drin sind. Sehr schön. Da ist nichts drin. Hier liegt auch nichts mehr Großartiges. Dam, didam, didam, didam. Da ist wieder ein Backstein am Liegen. Eine Flasche. Komische Tür. Yay. Da ist schon wieder der Typ mit der Flasche. Könnte doch irgendwie ich sein, oh. Nachher Let's Play Live Show. Wie geht's euch, Kumpels? Alles klar bei euch? Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Huch, was ist das denn? Aufzeichnung aus dem... Okay. Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen... Achso, ich muss es auflassen. Das ist natürlich auch blöd. Wo habe ich es denn jetzt? Da ist es. Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst noch verrückt. Entschuldigung, ich habe gedacht, es geht länger, dass ich mir eine kleine Pause gönnen kann. Aber naja, anscheinend doch nicht. Das Spiel gönnt mir auch keine Pause. Keine spielerische Pause. So. Hier können wir die Tür öffnen. Und kommen in den Fahrstuhlbereich mal wieder. Ah, von hier? Sind wir von hier nicht gekommen? Ja. Na klar. Na klar, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Sehr schön. Ja, Waffenteile, Waffenteile. Und warum liegen denn hier so viele Backsteine rum? Die Backsteinindustrie, die hatte echt Hochkonjunktur zu der Zeit, glaube ich. Also wenn, dann investiere ich demnächst in die Backsteinindustrie. Kaufe ich da mal ein paar Aktien von. Ich glaube, dann werde ich Millionär. Wenn ich schon mit YouTube-Videos kein Millionär werde, dann werde ich mit Backsteine Millionär. Dann lasse ich mir einen riesen vergoldeten Backstein auf meinen Fenstersims dann montieren. Oder auf mein Dach von meiner Villa. Naja, wie auch immer. Mist. Das sind dann wohl Klicker, ja? Nein, die Klicker verstecken sich nicht. Da ist das Licht umgefallen. Da gehen wir nochmal gucken. Ah, juckt schon wieder. Hä? Hallo? Hallo. Okay, hier ist gar keiner.
Hä? Aber die Lampe fällt doch nicht von alleine um. Naja. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier Schönes? Eine Leichenhalle, oder? Ah, nee, doch nicht. Das ist das Labor. Röntgenbilder des Pilzes. So sieht das also aus, wenn das dann ausbricht. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Eklig. Da war wieder eine Tür. Da sind wieder die Süßen. Ja, immerhin keine Klicker. Und waren das doch die Äffchen, die da. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Weiter suchen, wir werden was finden. Ja, wir werden was finden. Da mal wieder eine Tonbandaufnahme. Vier Paletten Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach, Mist! Oh nein! Oh nein! Der beißt! Oh mein Gott! Gut, dass wir die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Ja, also haben sie mit den Affen dann schon ausprobiert und experimentiert, ob man das heilen kann irgendwie. So, Sadie Pearl oder Pearl Hickman. Wieder ein Fireflies-Anhänger der Fireflies-Miliz. Aber so viele Fireflies-Anhänger, sind denn so viele da schon gestorben von? Existieren die überhaupt noch? Diese Fireflies? Hier haben wir wieder Röntgenbilder. Ich bezweifle so langsam, dass es überhaupt die Fireflies überhaupt noch gibt. So viele Anhänger, wie wir jetzt gefunden haben, schon mittlerweile. So, da sind wieder... Okay, das ist das, 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 das. Da haben wir wieder eine Schublade. Mit jeder Menge Zeugs drin. Können wir eigentlich noch irgendwas herstellen? Nö. Okay. Wir haben 75 Tabletten, das heißt, da brauchen wir... Wenn Sie die Fireflies suchen, sie sind weg. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheißerei in der Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Also müssen wir jetzt nach Salt Lake City ins Krankenhaus? Was sind das da für sind Typen? Dann die... Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Ich werde erstmal ein Medikit verwenden. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann haben wir nämlich volle Gesundheit. Und wir können nämlich nochmal ein Medikit herstellen, weil wir genug Bandagen und sowas alles haben. Uns fehlt ja nur noch Alkohol jetzt, um wieder eins herzustellen. So, jetzt müssen wir natürlich ganz, ganz vorsichtig hier das Ganze handhaben.
Ich wollte mich gerade fragen, warum denn Ellie eine Waffe in der Hand hat, aber stimmt ja, hat sie ja von Joel bekommen. Kann man da schon eine Flasche hinwerfen? Kommt dann vielleicht schon einer? Na toll. Die Flasche ins Nichts. Oh. Oh. Du bist erledigt, Arschloch. Wow, 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 wow. Hallo, hallo. Achso, der fällt schon um. Also. Oh, eine Axt. Oh, ich bin am Schwanken zwischen Axt und. Ach komm. Können wir die Axt verbessern? Ja, natürlich machen wir das. Natürlich machen wir das. Jetzt haben wir eine Axt und wir haben hier noch unsere Machete liegen, die ich ungern auch hier liegen lassen möchte. Man kann das ja so machen, wir prügeln uns erstmal so ein bisschen durch und anschließend, wenn dann die Axt ja so ihren Geist aufgegeben hat, holen wir uns dann unsere Machete wieder, weil die beiden Waffen sind schon relativ gut und die können wir auch gut gebrauchen. Ich würde sagen, wir machen hier in einer weiteren Folge, machen wir dann weiter und dann ja, schlagen wir uns durch nach Salt Lake City ins Krankenhaus. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.